Wir haben gesehen, dass wir Gleichungen, die ein x enthalten, eine unbekannte, durch Termumformungen lösen können. Heute wollen wir Gleichungen mit mehreren Unbekannten lösen, die wir mit x1, x2 etc. durchnummerieren. Wir beschränken uns dabei auf lineare Gleichungen, das heißt, unsere unbekannte x wird maximal den Exponent 1 tragen. Die Funktion y gleich m mal x plus b, die Geradenfunktion, kann in gewisser Weise schon als Gleichung mit zwei Unbekannten aufgefasst werden. Wenn Sie sowohl x als auch y als Unbekannte nehmen und in x1 und x2 umbenennen, haben Sie hier eine einfache lineare Gleichung mit zwei Unbekannten. Üblicherweise stellt man diese Gleichung so um, dass auf der rechten Seite eine 0 steht. Ganz konkret, die Gleichung 2x1 minus x2 plus 4 gleich 0. Ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Es gibt unendlich viele Lösungen dieser Gleichung. Eine Lösung wäre zum Beispiel x1 gleich 0, x2 gleich 4. Eine weitere Lösung wäre x1 gleich minus 2, x2 gleich 0. Alle Lösungen der Gleichung liegen auf einer Geraden, die hier blau gekennzeichnet ist. Alle Lösungen einer linearen Gleichung mit zwei Unbekannten lassen sich als Punkte auf einer Geraden visualisieren. Wenn wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten haben, zum Beispiel minus x1 minus x2 plus 5 gleich 0 und ein halb x1 minus x2 plus 2 gleich 0, haben wir entsprechend zwei Geraden, die die Lösungsmengen dieser beiden Gleichungen symbolisieren. Alle Lösungen der blauen Gleichung werden durch die blaue Gerade symbolisiert. Alle Lösungen der roten Gleichung werden durch die rote Gerade symbolisiert. Am Schnittpunkt der beiden Geraden, am Punkt 2, 3, sind beide Gleichungen wahr. x1 gleich 2, x2 gleich 3, das ist die Lösung des Gleichungssystems. 3x1 plus 2x2 plus x3 gleich 7, das ist eine lineare Gleichung mit drei Unbekannten. Alle Lösungen dieser Gleichung liegen auf einer Ebene im Raum, die hier rot gekennzeichnet. Wenn wir mehrere Gleichungen mit drei Unbekannten haben, haben wir entsprechend mehrere Ebenen im Raum. An den Schnittgeraden bzw. Schnittpunkten dieser Flächen sind dann mehrere Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Wie können wir die Lösung eines linearen Gleichungssystems finden? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist das Gleichsetzungsverfahren. x1 plus x2 gleich 5, 2x2 minus x1 gleich 4. Beim Gleichsetzungsverfahren lösen wir jede Gleichung nach derselben Variablen auf und setzen beide Gleichungen gleich. Auf die Art und Weise haben wir jetzt eine Gleichung, die eine Variable weniger enthält als die ursprünglichen Gleichungen. Durch Äquivalenzumformungen können wir dann die Lösung erhalten. In dem Fall ist x2 gleich 3. Eingesetzt in eine der oberen Gleichungen ergibt sich x1 gleich 2. Ein weiteres Verfahren ist das Einsetzungsverfahren. Wir lösen eine Gleichung nach x1 auf und setzen diesen Ausdruck in die andere Gleichung ein. Auch auf diese Art und Weise haben wir die Anzahl der Variablen reduziert. Wir können durch Termumformung x2 erhalten und erhalten identische Lösungen. Ein ganz besonderes Verfahren ist das Additionsverfahren. Dabei addieren wir geschickt Gleichungen, sodass eine Variable wegfällt. In unserem Beispiel müssen wir die Gleichung gar nicht modifizieren, sondern können direkt beide Gleichungen addieren. Die Summe der beiden Gleichungen enthält eine Variable weniger. Nach Äquivalenzumformung erhalten wir auch hier die Lösung x1 gleich 2 und x2 gleich 3. In den meisten Fällen müssen wir die Gleichungen, bevor wir sie addieren, in geschickter Weise modifizieren, etwa durch Multiplikation oder Division mit einem Faktor. In der Chemie ist es wichtig, dass die Reaktionsgleichungen stöchiometrisch korrekt sind. Ammoniak verbrennt zum Beispiel mit Sauerstoff zu Stickoxid und Wasser. Die hier gezeigte Gleichung ist jedoch stöchiometrisch nicht abgeglichen. Links und rechts sind unterschiedliche Mengen an Wasserstoff- und Sauerstoffatomen vorhanden. Die stöchiometrisch richtige Gleichung können wir zunächst mit vier Unbekannten x1, x2, x3, x4 formulieren. Und wir können folgende Beziehungen zwischen den Unbekannten aufstellen. Weil links und rechts von der Gleichung die gleiche Menge Stickstoff stehen muss, muss x1 gleich x3 sein. Weil links und rechts die gleiche Anzahl Wasserstoffatome vorliegen müssen, ist 3x1
gleich 2x4. Weil links und rechts die gleiche Menge Sauerstoffatome vorliegen müssen, ist 2x2 gleich x3 plus x4. Wir haben für unsere vier Unbekannten jetzt drei Gleichungen. Das reicht noch nicht zur eindeutigen Festlegung aller Variablen. Wir können jedoch x1 zunächst zu 1 fixieren. Wie können wir dieses lineare Gleichungssystem mit vier Unbekannten lösen? Hierfür hat der berühmte Mathematiker Gauss ein Lösungsverfahren entwickelt. Wir bringen zunächst alle Gleichungen in eine einheitliche Form, in der nur auf der linken Seite die Variablen stehen. Aus x1 gleich 1 wird 1x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 gleich 1. Aus x1 gleich 3 wird 1x1 plus 0x2 minus 1x3 plus 0x4 gleich 0 und so weiter. Man kann sich die Schreibarbeit vereinfachen, wenn wir das Gleichungssystem in einer Matrix-Schreibweise formuliert. In dieser Matrix-Schreibweise entsprechen die ersten vier Spalten den Faktoren vor den Variablen. Beim Gauss-Verfahren formt man jetzt die Gleichungen so lange um, bis man in jeder Zeile nur noch eine Variable hat. In der ersten Zeile x1, in der zweiten Zeile x2, in der dritten x3, in der vierten x4. Das macht sich in der Matrix-Schreibweise dadurch bemerkbar, dass wir in den ersten vier Spalten nur noch eine 1 zu stehen haben auf einer Diagonale. Wenn wir diese Umformungen durchgeführt haben, stehen in der rechten Spalte die Lösungen für x1 bis x4. Bei der Umformung der Gaußschen Matrix in die diagonalen Form gelten folgende Regeln. Zeilen dürfen vertauscht werden. Zeilen dürfen mit einer Zahl multipliziert werden. Zeilen dürfen addiert werden. Wie kommen wir von der Ausgangsmatrix zur diagonalen Form? Die erste Zeile passt schon optimal in die diagonalen Form. Wir ziehen jetzt die erste Zeile von der zweiten Zeile ab und erhalten 00 minus 1, 0 minus 1. Jetzt nehmen wir die dritte Zeile und ziehen davon dreimal die erste Zeile ab, erhalten dann 0, 0, 0 minus 2 minus 3. Die vierte Zeile dividieren wir durch 2. Wir vertauschen einige Zeilen. Wir addieren die Hälfte von der Zeile 3 zur Zeile 2. Wir multiplizieren Zeile 3 mit minus 1. Und dann addieren wir ein Viertel von der vierten Zeile zur zweiten Zeile. Schließlich dividieren wir Zeile 4 durch minus 2 und erhalten unsere Lösung. x1 ist 1, x2 ist 1,25, x3 ist 1, x4 ist 1,5. Ein NH3 plus 1,25 O2 zu einem NO und 1,5 Wasser reagiert. In der Chemie ist es üblich, dass man auf gebrochene Umsatzzahlen verzichtet. Man multipliziert die Gleichung mit 4 und erhält dann 4 Ammoniak plus 5 Sauerstoff ist 4 NO plus 6 Wasser. Die Gleichung beschreibt übrigens das wichtige Ostwald-Verfahren zur Ammoniakverbrennung zur Herstellung von Salpetersäure. Das Gauss-Verfahren ist ganz universell anwendbar. Wir können damit zum Beispiel die Ströme in einem komplizierteren Stromkreis ermitteln. Wir haben drei Widerstände, R2 und R3 sind parallel geschaltet, R1 ist in Reihe geschaltet. Wir können das ohmsche Gesetz für alle drei Widerstände definieren, U gleich R mal I. Wenn wir die Kirchhoffschen Gesetze, die Marschen- und Knotenregel anwenden, erhalten wir, dass I1 gleich I2 plus I3 ist und U1 plus U2 gleich U. Wir formulieren mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes um und erhalten schließlich drei Gleichungen mit drei Unbekannten, I1, I2 und I3. Wir bringen die drei Gleichungen in die Gaußsche Standardform, I1 minus I2 minus I3 gleich 0. R1 I1 plus R2 I2 plus 0 I3 ist gleich U. R1 I1 plus 0 I2 plus R2 I3 ist gleich U. Hier unter Verwendung der Matrix-Schreibweise formuliert. Und jetzt können wir mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus für beliebige Spannungen U und Widerstände R1, R2, R3 die Stromstärken ermitteln. Wir fassen zusammen.
Wenn wir ein Gleichungssystem mit mehreren Unbekannten haben, können wir die Lösung grafisch ermitteln, bei drei Gleichungen mit drei Unbekannten etwa als Schnittpunkt von drei Ebenen im Raum. Bei einfachen Gleichungssystemen kann das Gleichsetzungs- oder Einsetzungsverfahren zum Einsatz kommen. Bei komplexeren Gleichungssystemen hat sich das Additionsverfahren vor allem in Form des Gaußschen Verfahrens etabliert. Wir bringen unser Gleichungssystem in eine Matrixform, wandeln dann die Matrix unter Zuhilfenahme der Gaußschen Regeln so lange um, bis wir eine Art Einheitsmatrix erhalten, in der nur noch Einsen in der Diagonalen stehen. Die Matrix auf der rechten Seite, B1, B2, B3, ist dann die Lösung des Gleichungssystems.